Hallo und herzlich willkommen. Heute einmal zu ganz anderen Nahrungsmitteln, die ich hier bei uns im Garten einmal ausprobiert habe. Und ich freue mich sehr, dass dieses Experiment gerade im Augenblick sich als sehr, sehr gelungen zeigt. Und zwar sind das Waldviertler Austernseitlinge. Austernseitlinge kennst du bestimmt und Waldviertler Austernseitlinge sind nur eine Unterart von diesen köstlichen Pilzen, die hier bei uns auf einem Buchenstock wachsen. Und zwar habe ich es mir gemütlich gemacht und habe diesen Buchenstock zum Ausprobieren einfach genauso gekauft, wie er hier ist, mit Moos am Dach und geimpft mit den Pilzen, die vor allem bei uns war es heuer im Herbst, also wirklich späten Herbst, und jetzt wieder Anfang März. Sie wachsen jetzt im Frühling etwas langsamer als im Herbst. Im Herbst ist es wirklich ganz schnell gegangen. Jetzt, ich nehme an, dass sie mit der heurigen Trockenheit ein bisschen zu kämpfen haben, aber wahrscheinlich auch mit den niedrigen Temperaturen, weil im Herbst, wie gesagt, ist es viel schneller gegangen. Ich glaube aber auch nicht, dass es viel wärmer war. Also vielleicht kennt sich da jemand von euch aus mit Austernseitlingen oder vielleicht speziell mit Waldviertel-Austernseitlingen. Sind auf jeden Fall Pilze, die im Herbst, auch im Winter sogar, wachsen. Wir hatten einen kleinen Ausbruch im Winter, das war aber leider zu wenig Pilze, dass man sie essen hätte können. Und jetzt eben wieder in rauen Mengen. Ich gehe mal mit dir ein bisschen näher da dran. Hier siehst du eine Erntestelle. Da habe ich gerade vorhin eine ganze Menge Pilze geerntet. Die stehen jetzt gerade drinnen am Herd und rosten ein wenig. Und diese kleinen Pilze, ich halte gleich den Finger hin, damit du einen Vergleich hast, die sind wirklich noch sehr, sehr klein. Achtung, es ruckelt, mein Finger kommt. Also nicht einmal fingergroß, nicht einmal fingernagelgroß. Die werden sich aber dann auch später noch zu so großen Exemplaren, und die sind nicht einmal ausgewachsen, weiterentwickeln. Was brauchen jetzt solche Pilze? Also ich möchte noch einmal ganz, ganz kurz sagen, das ist wirklich ein super, super Stock, weil der hat so viele Pilzansätze, das ist wirklich unglaublich. Also hier auf der Seite, hier schon abgeerntet, da hinten noch einmal überall Pilze, 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 überall rundherum ums Dach, und sogar da ganz unten bei der Erde kommt ein Pilz, der schafft es nicht ganz daraus, der ist zu knapp bei der Erde, aber er probiert es auch. Und das hier ist der Pilzstock. Der hat ungefähr so 30, 35 cm Durchmesser. Ein kleiner Löwenzahn wächst drauf, der darf bei uns hier weiter wachsen, der stört nicht. Und hat eben Moos am Dach. Das Moos ist dafür da, damit dieser ganze Stock nicht austrocknet. Austrocknung wäre nämlich wirklich der Tod für die Pilze. Das heißt, da muss man wirklich aufpassen und sogar in der kalten Jahreszeit hin und wieder gießen. Also wir gehen da raus zum Pilzegießen. Weil auch wenn es kalt ist, kann es extrem trocken werden. Vor allem, wenn natürlich kein Schnee liegt. Ist uns nicht so bewusst, weil wir ja nichts anbauen oder sehr wenig anbauen im Winter. Vielleicht noch das Wintergemüse verspeisen vom letzten Jahr, aber richtig anbauen tun wir da eher wenig. Und deshalb ist uns das auch gar nicht so bewusst, wie trocken es eigentlich im Winter werden kann. Diese Pilze brauchen jedenfalls Feuchtigkeit. Dafür ist Gießen da und das Moos. Und du siehst hier unter dem Moos die frischen Gießspuren von heute früh. Da wurden die Pilze gegossen und sind jetzt eben wieder schön feucht. Der Waldviertler Außenseitling frisst sehr gerne Buche. Und wir haben hier ein Experiment gestartet. Ich habe keine Ahnung, ob es was wird oder nicht. Wir haben nämlich alte Buchenäste, Stämme, die Geäste sind es, die bei uns herumstehen. Da ist einer. Buchenstamm bzw. jeweils Buchenast. Und die haben wir hier in die Nähe der Austernpilze gestellt. Mit der Vermutung, dass vielleicht das Myzel sich über die Erde zum anderen Futter hinbewegen kann und auch diese Stämme für uns zu Austernpilzen umwandelt. Für mich sind ja Pilze eine Möglichkeit, Holz zu essen. Weil die Pilze fressen Holz, machen ihre Körper damit, ihre Fruchtkörper, und die können wir dann essen.
Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich weiß nicht, ob sich die über die Erde fortpflanzen sozusagen, also fortbewegen kann man eigentlich sagen, oder nicht. Das Ganze ist natürlich ein bisschen eingegraben. Das steht jetzt nicht nur auf der Erde. Auch der Ursprungspflock ist ungefähr 10 cm unter der Erde. Und auch diese Stöcke, die wir da hingestellt haben, sind etwa 10 cm tief eingegraben. Keine Ahnung, vielleicht sind diese Äste sowieso zu dünn für den Austernseitling. Vielleicht braucht er so dicke Sachen oder was auch immer. Vielleicht hast du Erfahrung damit. Es ist für uns hier das erste Experiment mit selbstgezogenen Pilzen im Garten. Natürlich gehen wir gerne in den Wald und holen dort Pilze. Wir haben auch die große Freude, in unserem Garten Hallimasch zu haben. Aber die wachsen wild, da brauchen wir nichts machen. Und dieses Experiment ist einmal recht erfolgreich. Wir freuen uns sehr über die Ernte. Und wir sind sehr gespannt, ob das Ganze überspringen kann auf andere Stöcke. Wenn du diesen Beitrag interessant gefunden hast, bitte lass einen Daumen hoch da. Ich freue mich sehr. Lass auch ein Abo da. Das hilft mir sehr, sehr mit meinem Kanal. Ich freue mich auch über das ganz Besonderes. Und wenn du gar nichts mehr versäumen willst, dann aktiviere die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen.